Weiter gucken im nächsten Raum. Mädchen, mach die Türen aber schneller auf. Okay. Außenbereich, Garten. Frage, wo es hier hingeht. Hier geht es zum Badezimmer. Hier sogar mal große Badewannen. Für mich ist sie zu groß, um mich darin zu entspannen. Ups, so. Pop, 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 pop. Die Hintertür ist wie immer verschlossen. Okay, jetzt sind wir oben. Hisuka hat mir dieses Zimmer überlassen, als ich eingezogen bin. Zuvor war es ihr Schlafzimmer. Ich lebe schon eine Weile hier, aber ich habe immer noch nichts ausgepackt. Hisuka hat den Tisch für mich hierher gebracht. Das hier war einmal Hisukas Schlafzimmer. Doch, sie hat es mir überlassen. Jetzt hatten wir schon. Mehr oder weniger. Öffnen. Nein! Okay. Auf der Kommode liegen einige Aktenordner und Körbe. Hisuka hat sie für mich vorbereitet, doch weiß ich nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Oranges Licht strahlt auf das Fenster. Ich würde sagen, hier ist soweit nichts. Hisuka mag es gar nicht, wenn ich. Ja, okay, nee. Da ist noch ein Brief. Ansonsten nichts weiter. Gibt zwei Wege nach oben. Offensichtlich. Okay, da muss ich rein. Hängt eine allergische Reaktion auf irgendwas. Kleine eingetopfte Herzblattlilie steht auf einer niedrigen Kommode. Okay, das ist eine Kamera. Und da ist die Treppe, die in den einen Raum führt. In die Bibliothek. Da, wo ich die Bücher habe. Ja. Yeah. Achso. Man muss die ganze Zeit RT halten. Hier ist nichts Interessantes. Ein hübscher Kimono hängt auf dem Kleiderständer. Mehr ist hier nicht, dann ab in den geixten Raum. Das ist Hisukas Zimmer. Sie mag diesen traditionell japanischen Stil sehr. Jupp. Schön pixelig. RT drücken. Jupp, okay. Schauen wir mal, was wir da haben. Ein Buch. Okay, das brauchen wir aber nicht. Da leuchtet aber was. Brief von Fuyuhi. Ein offener Umschlag wurde auf dem Schreibtisch zurückgelassen. Der Absender ist Fuyuhi Himino. Das muss wohl Fuyuhis Anfrage sein, eine vermisste Person zu finden. Vielleicht befinden sich darin Hinweise über den derzeitigen Aufenthaltsort von Hisuka und Fuyuhi. Sehr geehrte Frau Kurosawa, bitte finden Sie Haruka. Sie hat sich seit einer Woche nicht mehr gemeldet.
Sie kümmern sich doch noch um Fälle vermisster Personen, oder? Ich habe mich mit der Polizei in Verbindung gesetzt, jedoch will mir dort niemand helfen. Man hat mir gesagt, dass sie wie von Geisterhand verschwunden sei. Haruka wäre aber nicht einfach verschwunden, ohne mir etwas zu sagen. Ich bin mir sicher, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist. Meine eigene Trauer halte ich aus, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie irgendwie irgendwo leidet. Was, wenn sie darauf wartet, dass ich sie finde? Ich mache mir unglaublich große Sorgen. Haruka ist noch immer am Leben, davon bin ich fest überzeugt. Etwas muss jedoch unternommen werden. Und zwar schnell. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das Bild von mir und Haruka gefunden haben, das mir so am Herzen liegt? Ich war überglücklich, es in meinen Händen zu halten. Jetzt brauche ich erneut Ihre Hilfe. Okay, mal gucken. Zwei Schulmädchen. Es zeigt eine schüchterne Fuyuhi mit einem anderen Mädchen. Es scheint, als seien sie Freundinnen. Hisoka-san. Kono hito o sagashite, Hikami-yama ni. Hikami-yama. 自殺の名所だという。 姫野さんはきっとこの山にいる。 Es wird geladen. Der Hikami-Berg, Mikomori, heiße Quelle. Fuyuhi sollte hier irgendwo auf dem Berg sein. Sie sollte ihre Spur mit Hilfe des Bildes, das ich von ihr habe, finden können. Okay. Da hinten war jemand, ja. Becken der Reinheit. Bam, bam. Okay, in die Ecke. Gelaufen. Wer zur Hölle war das? Ja, okay. Ich gehe ja schon. Oh, und da lang. Hier liegt etwas auf dem Boden. Okay. Mal gucken, was wir da haben. Okay, ich muss es drehen. Nicht. Ich will hier sondern drehen. Manchmal taucht eine Geisterhand auf, wenn du nach einem Objekt greifst. Lass RT im richtigen Moment los, um dir auszuweichen. Solltest du geschnappt werden, bewege links und rechts, um dich loszureißen. Eine Touristenbroschüre, vielleicht hat Fuyuhi sie verloren. Hier ist eine Karte des Berges. Okay. Das ist also der Weg vom Becken der Reinheit zum unergründlichen Wald. Alles klar. Becken der Reinheit. Okay. Schreien der Puppen. Yay! Ich habe keine Kamera Obscura. I don't like this. Was hab ich da? Okay. Das ist blöd.
Der Wasserfall sieht wunderschön aus. Wahrscheinlich kamen viele Leute hierher, um ihn sich anzuschauen, als der Berg noch eine Touristenattraktion war. Und da liegt was. Da ist etwas unter dem Wasserfall. Du hast reinigende Güter erhalten. Kohlen, die die verbotenen Flammen entfachen, trocknen und heilen. Einen Schatz mit Status. Der Nesselbalken rechts unten auf dem Rücken leuchtet auf, wenn du mit Wasser in Berührung kommst. Wenn du durchnässt bist, wirst du zu einem leichten Ziel und bist auch die Geister gut zu rein gelegt, um dich abzutrocknen. Quasi. Und dann warten wir mal ganz kurz und wir haben kein Höhlendach. Auf jeden Fall bestes Wetter. Kräutermedizin. Pillen, die aus unzähligen Kräutern gefertigt sind. Bei Einnahme werden einige LP wiederhergestellt. Die Straße ist von Erde und Stein bedeckt. Gras und Bäume wachsen dazwischen. Sie muss schon lange verwittert sein. Das ist doof. Das ist ganz doof. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Rock nicht hier? Nein. Nicht wirklich. Wow. Okay. Das war nicht nett. Gut. Dort unten Wasser ist etwas. Will ich da hingehen? Kamera. Du hast Filmchip 1424 erhalten. Alter Film, nichts effektiv beim Verbannen von Geistern. Es dauert lange, ihn einzulegen. Okay. Jetzt deine Kamera auf so mit Ausdruck hier anschließend. Kriegst du bald genügend Geisterenergie hast. Du hast die Ausrüstung wechseln erhalten. Okay. Da. Filmtyp 14. Okay. Objektiv wechseln. Aha. Wow. Schon, ihr Viechers. Hisoka ist auch auf dem Berg. Sie erzeugt sich aber nach früher hier suchen und sie kann auch nicht weit gekommen sein. Keine Gäste mehr? Nein.
Das Becken wurde mit einem alten Seil abgesperrt. Im Wasser ist eine Treppe, die zum Wasserfall führt. Vielleicht war das mal ein Ort da rein. Möchte ich gar nicht so genau wissen. Ich kann den Fuß des Wasserfalls nicht sehen. Niemand könnte einen Sturz aus dieser Höhe überleben. Alter. Von diesem Feld aus kann man das ganze Gebiet am Fuß des Wasserfalls sehen. Darunter liegt die Straße zum Schrein, die durch den Erdrutsch belegt wurde. Und der Gebirgspfad, der hierher geführt hat. Das war jetzt irgendwie nicht so cool. Nein. Scheiße. Die Straße teilt sich hier. Die Pflanzen sehen etwas anders aus als die unter dem Becken. Ich muss in der Nähe des unergründlichen Waldes sein. Da führt der Gast entlang. Da ist noch was anderes. Aufheben. Neuer Film. Also der alte, der den ich schon habe, nur neue Filme. Himino rüttelt den Wald. Ein abgerissener Zettel liegt auf dem Boden. Er gehört wohl Fuyuhi Himino. Fuyuhis Notiz 1. Ich habe mich über den Higami-Berg informiert. Es war schon immer ein sehr spiritueller Ort. Aber spirituell ist hier wohl das falsche Wort. Eher übernatürlich, da es von Geistern der Toten dort nur so wimmelt. Vielleicht ist es deshalb ein beliebter Ort für Selbstmörder? Haruka wäre jedoch nicht allein zum Sterben dorthin gegangen, nicht ohne mir Bescheid zu sagen. Bücher behaupten, dass Leute durch den Berg wie von Geistern verschwinden. Sie werden dorthin gelockt und verschwinden ganz allein. Ich habe gelesen, wie der Berg es vor allem auf Leute abgesehen hat, die einfühlsam, ängstlich, sanftmütig und ohne Familie sind. Mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, als ich das gelesen habe. Genau das ist nämlich die perfekte Beschreibung von Haruka. Sie ist so liebenswürdig und offen. Sie vertraut sich mir immer an. Auch ist sie äußerst aufmerksam, sogar wenn sie nicht immer so scheint. Sie weiß immer, was ich gerade denke. Vielleicht ist sie dem Berg zum Opfer gefallen, wie von Geisterhand verschwunden. Doch wo gehen Leute hin, nachdem sie wie von Geisterhand verschwunden sind? Je mehr ich mir darüber den Kopf zerbreche, desto mehr Angst macht mir das Ganze und desto rascher wird mein Herz schlagen. Okay, hier abgebogen. Jemand war beim Schrein auf der anderen Seite des Flusses. Vielleicht war es Fuyuhi. Hier ist ein alter Wegweiser, aber er ist so von Moos bedeckt, dass ich nichts dabei erkennen kann. Halte T gedrückt und bewege LS, um der Spur zu folgen. Ja, mache ich. Das sollte ich hier auf jeden Fall beibehalten.
Okay. Fuyo Himino schaut einen Baum hinauf. Fuyuhis Notiz 2. Jetzt, wo Haruka verschwunden ist, weiß ich nicht, was ich tun soll. Alleine kann ich nichts unternehmen. Ich kann kaum mehr atmen. Wir standen uns bereits seit unserer Kindheit sehr nah. Jetzt, wo sie weg ist, wird mir plötzlich klar, wie wichtig sie mir eigentlich ist. Wie unersetzlich. Ich werde den Gedanken nicht los, dass ich etwas gegen ihr Verschwinden an jedem Tag hätte unternehmen sollen. Wenn ich vielleicht etwas gesagt hätte, wäre sie nie zum Berg gegangen. Das Warten ist unerträglich. Ich hätte an ihrer Stelle verschwinden sollen. Ich, nicht sie. Ich habe Haruka doch noch so viel zu erzählen, falls sie zurückkommt. Ich sollte ihr meine wahren Gefühle mitteilen, ehe wir allem gemeinsam ein Ende setzen. Vielleicht wusste sie es schon die ganze Zeit, aber ich muss es ihr trotzdem sagen. Ich muss es ihr einfach sagen. Erhängte Frau, das ist ja schön. Oh Gott, nö. Uah. Nö. War's das? Nein, das war's noch nicht. Kommt her. Komm. Noch nicht. Nein. Und ein Filmtyp. Gut. War das ein neuer Filmtyp? Typ 61. Sehr langsam, aber wahrscheinlich effektiv. Gut. You cannot leave the mountain.